Herzlich willkommen am KIT. Was führt euch heute zu uns? Woher kommt ihr? Von welcher Schule? Also ist es so, wir kommen aus Frankreich, aus dem Elsass, okay. Und wir machen dieses Jahr Abitur. Das heißt, wir wollen jetzt uns ziemlich bald darum kümmern, was wir jetzt studieren. Und wir haben halt auch einen Extratag freigekriegt für diesen Tag der offenen Tür. Und da haben wir halt beschlossen, ins KIT zu kommen. Ich persönlich weiß noch nicht genau, was ich studieren will. Hat schon jemand von euch eine konkrete Vorstellung? Maschinenbau oder Physik oder... Ja. Maschinenbau, okay. Und jetzt erstmal nur am KIT gewesen oder wart ihr auch schon an anderen Unis, wenn eure Schule das so fördert, dass ihr so ein bisschen euch umschauen könnt? Oder ist es jetzt so euer erster Kontakt mit einer Universität? Also ja, das ist das erste Kontakt und wir gehen aber diesen Freitag gehen wir dann in Straßburg und da sehen wir auch irgendwie auch so eine Vorstellung von. Okay, und habt ihr schon Veranstaltungen hier besucht? Wir haben eine kurze Idee gehabt von Vorlesungen und so, aber eigentlich nicht so ganz Konkretes. Wir haben uns hier ein bisschen informiert im Raum, wir sind nicht so lange da. Wir haben auch einen Bekannten getroffen, der hier in Maschinenbau studiert. Er hat uns viele Tipps geben können. Ja, das wär's. Okay, hat euch aber zugesagt. Also wie findet ihr so generell diese Art von Informationstag? Also wir geben uns da ja auch immer Mühe, euch irgendwie da abzuholen, dass man, ich meine, also Studium ist ja generell schon so ein großer Begriff und wie fängt man an und wo hört man auf und... Habt ihr euch da gut jetzt informiert gefühlt oder würdet ihr irgendwo sagen, ja? Schon gut gemacht. Also wir waren gerade bei Physik und der hat uns gut erklärt, wie das im Studium geht. Und okay. Ja, ist gut gemacht. Echt okay, gut. Und also generell Physik, Maschinenbau oder noch gar keine Tendenz? Also kann so in alles gehen oder schon Naturwissenschaften, was ja schon hier in Karlsruhe unser Steckenpferd quasi ist? Ja, schon mehr in Naturwissenschaften und mehr in Physik als in Biologie oder Chemie. Okay, also. Okay. Cool, dann bedanke ich mich für das Interview. Wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, könnt ihr euch natürlich immer an uns, an das ZIP, an das Zentrum für Beratung und Information wenden. Persönlicher Beratungstermin oder auch online unter www.kit.edu/studieren. Vielleicht sehen wir uns ja dann im nächsten Jahr auf dem Campus. Würde mich freuen. Danke.